Liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge ARK mit unserem Johnny und wir sind immer noch an unserem Bauprojekt. Ich habe soweit alles vorbereitet, was ich jetzt vorbereiten konnte. Ich war Farm, ich habe die Dreiecke noch hergestellt und so weiter. Hab nebenher auch noch mal ein bisschen mit dem Kochpot rumprobiert, ob man den tatsächlich vielleicht irgendwie in die Nähe vom Wasser oder ins Wasser stellen kann. Das hat leider nicht funktioniert, also da hoffe ich auf eure Kommentare, auf eure Tipps. Zur nächsten Aufnahmesession, ne? Ihr wisst ja, wie es läuft, immer die Aufnahmesession mit ein paar Folgen. Und zur nächsten gehe ich dann natürlich auf eure Tipps und Kommentare ein, wie wir das immer so handhaben. So Leute, jetzt bin ich aber mal gespannt, ob wir das tatsächlich, habe ich die Teile auch einstecken? Ja, habe ich. Ob das so hinhaut, wie ich mir das jetzt vorstelle. Und zwar dahin. Das schnalzt halt in den Boden rein und das ist eigentlich das, was ich nicht will. Das ist das, was ich nicht will. Die Pistole habe ich jetzt in dem anderen oben drin. Nette. Hallo, mein Freund. Was geht ab? Das tut mir echt leid, aber wenn du hier so rumlatschst, ich muss hier in Ruhe bauen. Nee, das müssen wir anders machen, Leute. Wir müssen hier tatsächlich, um da ranzukommen, erst nochmal... Hier haben wir die. Okay, dann leg die mal darüber. Und hier gibst du mir mal die Hälfte, das reicht. Dann müssen wir hier quasi nochmal eins hoch. Genau, auf die Höhe. Auf die Höhe. Und dann komme ich hier hoch. Johnny, kommst du? Natürlich nicht. Komm mal hier, mein Dicker. Oh, du kannst dich nicht mehr bewegen. Jo. Nee, ich komme nicht hoch, ne? Ich komme hier nicht hoch. Verdammte Hacke. Okay, aber dann können wir das ja wenigstens mal so grob anzeichnen, wie ich das meine. Das wieder raus und dann mal die Triangles hier. Mal gucken, ob das hinhaut. Ist jetzt auch mein erster Versuch. Zack. Wir müssen dann, glaube ich, erst hier rüber. So. Genau so. Und da können wir ja dann... Das bringt nichts. Ich brauche eigentlich... Ne, das ist ja nicht rund. Ich brauche den Agi, Leute. Kurzer Moment. So, Leute, kurzer Cut. Sorry hierfür. Telefon hat geklingelt. So läuft's halt manchmal. Ich brauche Wände. Ich habe den Agi im Übrigen hergeholt. Wir müssen gucken, dass das Megatherium ein bisschen leichter wird, dass wir das dann auch mal vorholen können. Und zwar möchte ich euch zeigen, ich habe jetzt da schon noch kurz dran rumgebastelt, bevor ich wieder auf Aufnahme gedrückt habe. Wir müssen natürlich in der Mitte einen Durchgang lassen, sodass die Schildkröte durchpasst, ne? Nee, mit der Schildkröte können wir auch außenrum gehen. Nee, da muss eigentlich gar nichts. Müssen tut da mal gar nichts. So, also so sieht's aus. Wir werden jetzt hier rechts und links so einen Turm dran machen. Habe ich das jetzt in dich gelegt, Agi? Nee. So. An so einen kleinen Turm habe ich gedacht. Och nee, Agi, Mann. Setz dich mal hier hin. Genau, bleib's schön sitzen. So, passt auf. Einmal hier hin. Dann sieht es nämlich auch gleich... Yo! Hier hin. Hier hin. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Zack, zack, zack. Und hier. So, dann haben wir hier rechts und links jeweils so einen schönen Turm. Den können wir als Aussichtsturm nehmen. Und das Ganze passiert jetzt natürlich da drüben auch. Da brauche ich aber wieder den Agi. Und ich brauche die passenden Utensilien dafür. Die können zurück. Dann brauche ich hier mal so ein paar Ceilings. Und ich brauche die Triangle Ceilings. So, die können raus erstmal. Die können auch raus. Warum tut denn die nicht raus hier? Verstehe ich nicht. Die und die. Achso, weil wahrscheinlich der Megatherium nichts mehr tragen kann, ne? Aber wir können hiervon noch ein paar nehmen. So, 19 Stück.
Agi, einmal du bitte. Gibt es jetzt unser Bauvogel? So, und hier natürlich dasselbe auch. Da fangen wir an. Wie hatten wir denn drüben angefangen? Ich weiß schon gar nicht mehr so, ne? Agi, du musst mich da hochbringen. Das hilft nichts. Danke. So. Einmal ducken, dass wir hier unten drunter vorbeikommen. Alles klar. So. Zack. Zack, 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 zack. Genau so. Und dann brauche ich bitte die ganzen Ceilings. Fünf. Dann kommt hier eins dran. Dann kommt hier eins dran. Und dann kommt hier eins dran. Genau, und dann auf der 4 die Zwischenräume. Sehr geil. Und hier könnten wir eigentlich auch zumachen, ne? Haben wir das drüben nicht gemacht? Nee, drüben haben wir das tatsächlich nicht gemacht. Aber kein Problem, das können wir ja nachholen. Wobei, so halb würde auch geil aussehen, finde ich. So, leg das mal auf die 6. Weg damit. Ja, dann können wir hier unten noch. Da, ja, genau, dann haben wir hier rechts und links jeweils so einen schönen Turm. Die geben dann so die Ausgangspunkte. Genau so. Und anhand der Türme kommen wir dann auch hoch. Nee, bleib sitzen. Alles gut. So, einmal die Wände bitte. Auf die 4. Genau, zack. So, so, so. So, perfekto. Komme ich hier jetzt hoch? Johnny, gib dir mal ein bisschen Mühe, dann kannst du hier hochspringen. Jo. Ist ja eine Maschine. So, alles klar, dann machen wir hier noch zu. Wir könnten aber theoretisch auch da unten dann noch ein. Nee. Nee, wir kommen hier so hoch. Wir machen da dann Rampen, dann kommt ja auch ein Steg hierher. Genau. Dann können wir das hier in der Mitte hochziehen. Jetzt würde ich aber gern zuallererst mal noch das Gebäude anzeichnen. Und dafür muss die Schildkröte her, dass wir wissen, wie hoch und wie breit das Ding sein muss. Es hilft nichts, Leute. Auch wenn sie noch so langsam ist, aber sie. Oh, jetzt wächst da. Guck mal, jetzt wächst da schön was auf ihrem Rücken. Cool. Schön. Was hast du denn da? Ein Pilz? Guck mal, der wächst ein Pilz auf dem Rücken, Dicke. Oder Dicker. So, pass auf, wir müssen jetzt davor. Okay, Leute, ich glaube, ich mache an dieser Stelle einen kurzen Cut und wir sehen uns, wenn ich mit der Schildkröte dann da vorne bin. Bringt ja nichts. So, Leute. Ich habe die Schildkröte fast erfolgreich, irgendwo hängt sie. Fast erfolgreich nach vorne gebracht. Jetzt müssen wir aber gerade nochmal gucken, die hängt. Ah, du hängst hier an dem Stein, ne? Man muss hier halt schon den Weg frei machen, sonst geht hier gar nichts, ne? Hier. Da, ein paar Steinchen im Wasser, kommt sie nicht drüber. So, jetzt vielleicht. Einmal rückwärts einparken, bitte. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt stell dich doch nicht so an, bitte. Das mal rüber, das mal rüber, das mal rüber. Das kannst ja du alles tragen. Wir müssen die jetzt ein bisschen auf Bewegungsgeschwindigkeit skillen. Ich möchte, dass die relativ nahe steht. Relativ gerade steht. Ordentlich hochbauen, ne? Wenn das so eine Garage geben soll. Junge! Ah ja, aber so werden wir es machen müssen. Es wird nichts helfen. Da brauchen wir Materialien, mein lieber Herr Gesangverein. So.
Pass mal auf, wir können jetzt hier schon mal anfangen. Wir brauchen. Was brauche ich denn? Die Wände? Die Fensterwände vielleicht. Und ein paar normale. Das wäre, glaube ich, ziemlich sinnvoll. So, hier kommen wir aber wieder nicht hoch, ne? Och Mann. Es ist ein Kraus, unser Megatherium kann sich nicht bewegen. Junge, Junge, Junge. Was ein Akt hier mit der Bauerei. Also ihr seht mal, was man da immer für einen Kampf hat. Kommst du noch ein Stückchen zurück? Jo, genau so. So bleibst du stehen. Mistvieh. So. Alles klar. Wir fangen da drüben an. Wir fangen hier drüben an. Da machen wir natürlich schöne Fenster rein. Ich würde sagen, so an jedem zweiten. Also an jedem Dreieck machen wir ein Fenster. Zack, 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 zack. Okay, und schon all an Materialien. So, die restlichen 20. Ich glaube, die anderen habe ich alle in dem anderen, im anderen Megatherium drin. Die hole ich dann hoch. Aber wie gesagt, ich werde... Nein, boah, das ist auch blöd. Mal gucken, dass die hier gerade stehen bleibt. Oh, Glück gehabt. Danke, Johnny. Aber wie gesagt, ich werde das jetzt nicht alles hier pro Folge bauen, sondern ich wollte euch natürlich mal mit dazu nehmen, dass ihr das auch mal seht, wie dann hier der Bau so läuft. Ich werde dann natürlich vielleicht sogar schon... Oh nee, da müssen wir jetzt aufpassen. Das wird unschön. Hier sitzen die Teile nicht richtig. Teilweise. Da müssen wir jetzt gleich von Anfang an drauf achten, dass die alle gerade sitzen und nicht höher. Müssen wir alle nochmal wegmachen. Ja, hier auch wieder. Na komm, mach die weg. Müssen wir nochmal neu hinsetzen, dass die auch ordentlich sitzen, dass wir nicht später dann wieder am Dach Probleme kriegen. Das hatte ich nämlich beim letzten Bau auch. Durfte ich alles nochmal abbauen. So. Setzen wir die runter? Ja, wir setzen sie runter. Okay. 4. Runtersetzen. 4. Nicht so. Okay. Dann die 5. Die sitzt doch jetzt schon wieder schräg, ne? Sitzt die jetzt nicht schon wieder schräg? Snap die wieder hoch? Komischerweise, die sitzt jetzt unten, ne? Die snappen doch wieder hoch, das kann mir doch keiner erzählen. Ja, jetzt sitzt sie oben, genau. Jetzt sitzt sie richtig. Oh, Kinas. Da musst du echt gucken, dass die beim ersten Mal ordentlich sitzen, sonst hast du echt verloren. Dann passt am Ende alles gar nicht mehr. Die snappen dann immer wieder hoch. Zack, jetzt sitzen sie richtig. Snappt auch hoch. Das darf nicht wahr sein, oder?
Das ist der Hammer. Manchmal. So, wenn wir sie hochsetzen, sind sie auf einmal gleich. In Ordnung, dann müssen die noch raus. Die snappt auch wieder hoch. Zack, okay. Jetzt sind sie auf gleicher Ebene, ne? Auf gleicher Höhe. Passt. Okay. So, dann kommt hier noch eine normale hin. Das, die wollen mich verarschen. Es darf nicht wahr sein. Leute, das kann sich nur noch um Stunden handeln. Das sind so die... So, jetzt. Und jetzt hier noch eins auf die selbe Höhe. Perfekt. Jetzt haben wir es, oder? Und jetzt dürfte eigentlich hier auch nichts passieren, wenn wir jetzt außenrum die... Zack. Sehr schön. Hier kommt dann eine Zweier-Tür rein. In die Mitte machen wir natürlich dann noch, ich würde sagen, wir setzen jetzt noch eine Reihe oben drauf. Und dann kommt noch eine Zwischenebene rein. Ich meine, die müssen jetzt nicht so gewaltig riesig werden, die Dinger, ne? Ja, gut, aber wenn das Gebäude dann halt entsprechend hoch wird, muss das natürlich dann auch entsprechend hoch werden. Das ist ein klarer Fall. So, pass auf, gib mir mal jetzt noch die, damit wir die noch verbauen können. Denn wir müssen dann von den Türmen hier, genau. Müssen wir dann genau gerade hier vor. Dann sieht es zwar, glaube ich, ein bisschen schräg aus. Müsste ich mir von oben angucken. Nee, nicht dahin. So. Jetzt müssen wir gucken, ob wir das dann so lassen können, Leute. So, eins müssen wir noch. Und dann geht die Geschichte hier so rüber. Genau. So, wir bauen die jetzt erstmal ein. Nur um zu checken, wie groß das Ding wird. Weil am Ende kommt dann hier natürlich so ein Burnemouth-Tor. Wie auch immer man es ausspricht. Kommt dann hier hin, dass wir mit der Schildkröte rein und raus können. Klarer Fall. So, passt mal auf. Wenn wir jetzt hier vorne... Hallo, Moschups. Ja, das wären so die... Ja, wir haben, glaube ich, noch 10 Stück einstecken, oder? Ja, hier. Oh Gott, da muss ich so viel farmen gehen. Aber es wird geil am Ende. Wir müssen tatsächlich noch eins raus, okay. Jupp, das gibt die Größe. Das wird dann die... Wir fliegen das mal ab. Lass mal sehen, wie groß das ist. Ja, das gibt dann die Größe. Ich würde sagen, nach hinten raus, hier wo jetzt unser Agi schwebt, dann bauen wir hier noch so eine kleine Behausung für Johnny hin mit einer kleinen Werkstatt und so. Und da haben wir dann eine Garage für unsere
für unsere Schildkröte. Und wenn hier vielleicht sogar das Wasser schon tief genug wäre, was ich nicht weiß, ob das reicht, könnten wir ja sogar hier den Zuchtbereich schon hinstellen. Ich meine, es sieht jetzt nicht gerade aus, weil wir haben halt gerade nach unserer Flucht gebaut, ne? Und nicht gerade, wie der Fluss geht. Aber ich finde es so in Ordnung. Ich finde das so in Ordnung. So, Leute, dann checken wir jetzt nochmal ab vorne, was wir in dem anderen Megatherium noch drin haben. Haben wir da noch was, was wir jetzt gebrauchen können? Ah, hier haben wir noch 3 von denen. 50 von denen. Ah, den hier brauchen wir. Dass wir vorne endlich unseren Kram selber bauen können. Dann brauche ich nicht mehr jedes Mal zurück, sondern dann bauen wir hier und ich bringe die gefarmten Sachen auch gleich hierher. Aber so wird es gut. Dann können wir hinten dran vielleicht sogar noch so eine kleine Behausung machen. Oder wir stellen das in die Türme. Das weiß ich noch nicht. So, passt auf. Jetzt haben wir hier noch 3 Stück. Die müssten eigentlich reichen, um hier zuzumachen. Jo. So, das gibt mal... Oh ja, genau. Dann können wir hier auch noch so 2, 3 kleinere Schildkröten nehmen, ne? Klarer Fall. Guck mal. Die hat sich gleich angefreundet hier mit dir. Wer bist denn du? Level 60 auch. Am Ende werden wir dir die holen. So kein Ding. Hast auch ein paar Freunde. Ja, und dann soll das quasi so eine Art Garage werden für unsere große Schildkröte. So ist mal der Plan. So, und dann machen wir hier noch zu. So, und da kommt dann noch eine Ebene drauf. Haben wir noch... Oder habe ich die noch einstecken? Nö. Die könnten wir erstmal platzieren hier. Komm, dann stellen wir jetzt erstmal hier hin. Und zwar... Genau, die brauche ich. Die mal weg. Ah ne, wir machen erstmal drüben. Fertig, komm. Wir gehen erstmal drüben. Noch den Turm anzeichnen, wenigstens in der Folge noch. Das kommt alles hier rüber. Ja, Agi, brauche ich dich wieder. So. Und zwar, wir hatten was gemacht auf den halben, hier und nach unten, ne? Genau. So, eins hier hin. Zack. Das ist auch wieder hochgesnappt, habt ihr das gemerkt? Die snappen immer hoch. Das ist doch, das macht dich wahnsinnig. So. Das müssen wir wieder hochsnappen lassen, dass es funktioniert. Achtung. Zack, das ist der Hammer. Das passt. Agi, du stehst jetzt tatsächlich schon wieder im Weg. So. Das dahin. Bis man immer den Anfang hat. So lang dauert's. Jetzt. Dann stehst du jetzt tatsächlich wieder zu hoch. Okay. Den haben wir.
Jetzt snappt er jetzt, wo ich ihn hochdrehe, snappt er natürlich richtig, ne? Das ist manchmal. So, und jetzt hier noch eine, komm. Ich glaube, die rechts ist auch hoch. Die hier stimmt auch nicht. Darf es wahr sein? Es darf nicht wahr sein. So, zack, jetzt stimmt sie. Jetzt müssen wir aber hier wieder aufheben. Ne, jetzt snappt die wieder hoch. Meine Herren! Jetzt. Und dann ist die noch falsch. Und dann sollten wir es haben. Magi. Nee. Dann müssen wir die wieder hochsnappen lassen. Sag, jetzt passt's. Jetzt passt's außenrum. Agi, komm mal her. Du musst mal hier raus. So leid's mir tut, aber du stehst mir hier im Weg rum. Na, wenn ich jetzt so absteige, dann falle ich wieder runter. Jo, läuft. So, wir kommen ja hier nirgends ran. Oh Mann. Da musst du doch hier bleiben. So. Setzen jetzt hier noch die restlichen Dinger drauf. Zack, zack. Was hat man gesagt gehabt? Genau, wir machen eins. Eins, zwei, drei Ebenen, dann kommt ein Ding oben drauf. Boah, Wahnsinn, da haben wir jetzt schon 100 Wände fast verbaut und wir sehen noch kaum den Anfang, ne? Das ist der Hammer. So, da noch eine Reihe oben drauf, hatten wir gesagt. Und dann. Dann machen wir eine Zwischenebene. Zack, genau. Hier kommen zwei. Hier kommt eine doppelte Durchgangstür rein. Perfekto. So, jetzt will ich das aber auch nur gerade mal probieren, ob das jetzt so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Das sind das hier rüber. Das tun wir mal weg. Geht das noch ohne ein AG? Kriegen wir das noch hin? Nee, kriegen wir nicht. Oh, ich muss hier eine Eingangstür bauen. Das geht mir ja voll auf den Nerv, dass ich hier nicht hochkomme. Okay, Leute, dann machen wir das in der nächsten Folge. Ich weiß noch nicht, ob wir in der nächsten Folge jetzt gleich dann ein Speed-Up machen. Kann passieren, dass ich dann jetzt hier einfach so ein bisschen vor mich hinbaue. Ihr wisst also, was geplant ist, ne? Hier kommt, hier ist die Garage für die große Schildkröte. Hier rechts und links einen kleinen Turm hin. Nach hier hinten werden wir vielleicht noch ein bisschen ausweiten, werden da Johnny noch so eine kleine Werkstatt hinbauen. Und oder, ja, also doch so eine kleine Werkstatt und anschließend will ich noch einen Steg nach da vorne haben. Da vorne ist ein Raptor. So ist mal der grobe Plan. Dass ihr hier mal ganz grob informiert seid. Also, wenn, dann seht ihr eventuell morgen schon und ja, zwei Tage hintereinander, weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache, Leute. Aber ich würde jetzt gerne hier schon mal recht zügig weiterbauen, damit wir dieses Bauprojekt halt eben erledigt bekommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Lasst euch überraschen, ob es dann morgen ein Speed-Up gibt mit entsprechender Baugeschichte. Und dann würde ich schon fast dazu neigen, dass wir erstmal hier unser Wassergebäude fertig bauen, bevor wir alles andere angehen. Also, liebe Leute, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich drüber freuen. Unterstützt ihr mich und meine Kanäle. Und wir sehen uns, wenn ihr mögt, morgen zur nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.